Ein neues Video, meine Lieben, zum Thema Forsthaus Rampensau. Denn es sind erst zwei Folgen gelaufen und es gibt jetzt schon wieder ordentlich Theater, denn Erkan und Stefan haben sich in einer Reaction, die sie auf ihrem Twitch-Account veröffentlicht haben, ich sag mal, sehr abwertend gegenüber den einen oder anderen Kandidaten geäußert. Da gab es jetzt einen großen Beef. Ich würde sagen, wir gucken mal ganz kurz in die Szenen rein. Wir gucken mal ganz kurz in die Statements rein von Sam Dylan. Der ist nämlich betroffen. Jolene hat auch was dazu gesagt. Die beiden Männer haben sich tatsächlich auch entschuldigt. ProSieben hat sich geäußert. Jolene hat sich geäußert. Die ist nämlich auch involviert. Ist ein relativ umfangreiches Thema. Und ich würde sagen, ja, diesem Sachverhalt widmen wir uns gemeinsam in diesem Video. Ich freue mich, dass ihr hier wieder am Start seid. An meiner Seite, Forsthaus Rampensau, könnt ihr übrigens auf Join Plus gucken und im Januar kommt es auch bei ProSieben. Ich würde euch um eine Sache bitten, und zwar, dass man jetzt hier irgendwie einen sachlichen Diskurs findet und dass man irgendwie auch versucht, bestimmte Formulierungen nicht runterzuspielen, aus dem einfachen Grund, weil ich einfach so der Meinung bin, dass es Menschen gibt, die oft noch nicht gesettelt sind, die oft noch nicht so bei sich sind, die vielleicht Komplexe haben, die mit ihrem Selbstwert zu kämpfen haben und das natürlich dann dazu führen kann, dass diese Situationen verschlimmert werden. Also wenn jetzt irgendjemand was über die Optik oder so sagt, weil das ist ja auch gerade so das große Thema, oder auch über die sexuelle Neigung. Also das sind alles so Sachen, wo ich sage, da steht es niemandem zu, das in einem abwertenden Kontext zu erwähnen. Und das hat jetzt hier auch gar nichts damit zu tun, dass das irgendwie Personen des öffentlichen Lebens sind, wo dann die Leute wieder sagen können, ja, aber wenn sie das nicht aushalten, dann sollen sie nicht in die Öffentlichkeit gehen. Ich finde, das hat damit auch nichts zu tun. Also nur weil man öffentlich ist, muss man sich auch nicht alles gefallen lassen. Da gibt es auch schon in der Vergangenheit die ein oder anderen Rechtsprechungen, die das letztendlich beschädigen. Und das ist auch der Grund, warum ich diesen Kanal aus meiner Perspektive relativ oder ich sag mal, ja, relativ seriös halte in folgender Hinsicht. Ich greife diese Themen sehr ernsthaft auf, egal was ich hier mache. Klar habe ich auch mal meine albernen Momente und vielleicht rutscht mir auch mal was raus, wo ich dann im Nachhinein sage, okay, das hätte man jetzt falsch verstehen können, aber ich versuche niemanden zu beleidigen, ich versuche mich über niemanden lustig zu machen. Wie gesagt, ist auch schon mal vorgekommen, sicherlich, ich bin nicht perfekt, aber es geht darum, was ist die Grundausrichtung meiner Inhalte? Und da möchte ich mit den Menschen so umgehen, wie ich mir wünsche, dass sie mit mir umgehen. Und das ist jetzt auch der springende Punkt. Denn wir gucken uns gleich diese ganzen Sachen an, dass Erkan und Stefan ja letztendlich, ich nenne sie jetzt bei diesem Künstlernamen, weil wenn ich jetzt ständig switche, das ist natürlich albern, dass sie quasi sagen, ja, das war ein Humor oder sonst was, da muss ich immer sagen, oh, da muss man so ein bisschen aufpassen. Also ich finde, wenn man jemand ist, der ein sehr krasses Bühnenprogramm hat, dann kann man auch dazu stehen und dann ist man das irgendwie auch gewöhnt. Wenn ich jetzt aber jemanden in einer Sendung und von den beiden Folgen, die ich bis jetzt gesehen habe, habe ich die beiden als sehr normal und anständig wahrgenommen. Wenn man dann aber in einem Livestream permanent Sachen raushaut, ich finde, dann hat das irgendwie gar nichts mit Humor zu tun, sondern es ist ja beleidigend. Also ich finde, man kann das schon differenzieren, ob man wirklich Humor macht und Humor, der irgendwie auch mal krass ist, oder ob man immer auf die Neigung von jemandem geht in einem abwertenden Kontext oder ob man die Figur von jemandem beleidigt. Ich finde, da ja, bin ich an der Position, wo ich sage, das hat dann gar nichts mehr mit Humor zu tun, sondern da sind auch, ich will auch nicht sagen, dass die Pferde mit einem durchgegangen sind, weil das kann einmal passieren in einem Livestream oder das kann zweimal passieren, aber wenn es halt die ganze Zeit passiert, dann finde ich, ist es eine Einstellung, das ist ein Mindset, wie man über Leute sprechen möchte, wie man über Leute denkt und wie man auch die Figur oder was auch immer einschätzt. Wir gucken uns jetzt mal ein paar Szenen an, was da so gesagt wurde und genau, danach gucken wir auch noch mal rein, was die ganzen Beteiligten ja, dazu gesagt haben. Ja, genau. Und er so, er hat so, ich hab meinen Bart nachgefärbt, aber oben habe ich mir eine verhinderte Nase gemacht. Ja, der arme Junge, ich meine, so dünnes Haar, oder? In dem Alter schon. Voll krass. Aber warum hat er so einen Schlittschuhanzug an? Die Freundin von Die wird deiner ja doch auch Mama, einen Eiskunstlauf machen. also die ältere Schwester von der Freundin von deiner Mama, die hat doch genau die Ja. gleiche Farbe in den Haaren, oder? Und dann siehst du, Ja. der hat überhaupt nichts in der Hose. Mal ganz ehrlich. Ich glaube, das ist eine Frau. Boah, Schau mal wäre nach da unten. gern. Wäre da gern. Zurückgebunden.
Schau mal, da unten ist. Mach weiter. Bindet der zurück? Ja, bei mir wäre jetzt auch nichts. Hey, ich habe auch. Hey, wenn ich da in so eine Sendung gehen müsste, meiner wäre auch ganz klein. Digga, wenn ich in eine Sendung gehen würde, erstens, da hätte ich zwei Wellen. Die erste Welle wäre der Bauch, die zweite Welle weißt schon, ja? Ja. Aber da unten ist gar nichts, Digga. Ja, schon, oder? Das hätte ist gar nichts. Hätte ich was reinpacken können, oder? Hätte ich was reinpacken können. Das ist kurz zum Camel Toe, ist es. Ganz kurz zum Camel Toe. Jetzt hör mal auf mit dem Bodyshaming die ganze Zeit. Ja, ich habe doch selber gesagt, dass ich einen dicken Bauch habe. Man kann jetzt natürlich sagen, das ist alles nicht so schlimm. Ja, und ich glaube, diese Kommentare werden irgendwie auch kommen. Aber es geht ja trotzdem darum, dass man einfach solche Sachen, das sagt man irgendwie nicht. Also, ich weiß nicht, ich finde in der ich würde jetzt sagen, in der heutigen Zeit weiß man das, dass es nicht okay ist. Ich finde, dass es auch damals nicht okay war. Aber auch gerade so diese ganzen optischen und hat da sich da unten irgendwie was abgebunden. Und Frisur, ich meine, ich musste ein Wort piepsen, ja. Das Wort war N-A-Z-I. Ja, also auch diese Richtung zu gehen. Und dann, was ich ganz schwierig immer finde, ist, wenn Leute dann so versuchen, diesen Spruch, wenn sie merken, okay, der Spruch war vielleicht drüber, abzumildern, indem sie was Ähnliches über sich sagen und dann sagt die andere Person, ja, das kannst du aber nicht machen, das ist ja Bodyshaming. Dann sagt er dann, naja, aber so ähnlich habe ich es auch gerade über mich gesagt, wo ich mir so denke, ja, es ist trotzdem ein Unterschied, ob ich mich selber in einem Spaß abwerte oder ob ich eine andere Person abwerte. Ja, ich finde, da ist ein Unterschied. Ich hatte das auch letztens in der Diskussion, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Ich glaube, ihr habt es vielleicht in den Kommentaren irgendwo bei dem Video gelesen, wo es darum ging, dass ja queere Männer oft krasse Beleidigungen verwenden im Umgang miteinander. Und nehmen wir jetzt irgendwie mal das Beispiel Markiel oder so. Wenn er ein krasses Wort mir gegenüber verwendet in einem witzigen Kontext, dann ist das eine ganz andere Situation, als wenn das eine fremde Person zu mir sagt. Und ich finde, es kommt auch immer darauf an, wie ist diese Aussage gemeint, in welchem Kontext. Das hier ist auf jeden Fall diffamierend gewesen. Und ich kann natürlich verstehen, dass wenn man sagt so, hey, ich finde das nicht cool, zumal ja auch Sam irgendwie dazu geschrieben hat, weiß schon, warum ich die absolut ekelhaft in dieser Show fand. Also da kann man jetzt natürlich auch die Vermutung anstellen, dass es vielleicht noch viel krassere Auseinandersetzungen gab, das können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, oder es vielleicht auch Sachen gab, die nicht gezeigt werden oder wurden oder whatever, was irgendwie auch normal ist, weil es kann ja irgendwie nicht alles gezeigt werden, das wissen wir, aber ich möchte trotzdem nochmal so ein bisschen sensibilisieren, dass man das auch nicht macht, auch so diese Aussage, ja, er hat sich da was weggebunden und möchte vielleicht eine Frau sein, also selbst wenn er das vielleicht wirklich wäre, jetzt nur mal angenommen, selbst wenn das vielleicht wirklich wäre oder gerade in einer Situation ist, wo er irgendwie mit sich struggelt, macht man einfach nicht, ja, ist doch total unnötig und bringt niemandem was und ist einfach auch nicht cool für diese Person. Also ich habe ja viel auch mit Menschen in der Vergangenheit zu tun gehabt, ja, die als Beispiel im falschen Geschlecht geboren waren und diesen ganzen Weg gegangen sind. Und ich weiß, wie schwer das für die war in dieser Phase, wo sie vielleicht noch gar nicht an dem Punkt waren, wo sie sich das zu 100% eingestehen wollen oder sich schon eingestanden haben und es aber noch nicht öffentlich kommuniziert haben. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass es bei Sam so ist, ja. Das ist nicht meine Message dahinter, aber man kann das ja nie wissen. Und wenn man das einfach so salopp in so einer Situation sagt, dann auch in so einer Öffentlichkeit, was ja irgendwie auch noch so eine Wirkung hat, dann macht man das auch in vielen anderen Situationen. Und das ist mein Punkt, weswegen ich sage so, muss er nicht sein. Vor allem als erwachsener Mann, ne? Oder erwachsene Männer. Das sind ja jetzt keine 20-Jährigen, wo man sagt, denen fehlt es an Lebenserfahrung, sondern das sind erwachsene Männer, wo man schon so ein bisschen, ja, vorausschauend handeln könnte, sollte. Oder? In ja. dem Sinn. Ach so, aber die mögen sich nicht. Ja, aber da hat er gar keine Chance. Bei den Männern, die können sich die Frauen können sich den. Und die sind total so in der Ecke drin. Oh, krass, neuer Follower. Ja, stimmt. Ja, da hast du recht. Für die ist eigentlich, muss er jemanden konvertieren. Ja, vielleicht hat er beim Stefan Erfolg gehabt. Kann ich mir gut vorstellen. Beim Florian meinst du, ja? Bei Florian meine ich ja. Ja, klar. Das ist die einzige Möglichkeit. Das ist der einzige, der ist so ein Umfaller, weißt du? Ich sehe jetzt, der passt kurz nicht auf, schöner. Oder? Weiß ich nicht. Oder siehst du da Liebe? Ich glaub, dass das Sam den Flocke schon irgendwo heiß findet, oder? Muss aber auch nicht sein. Wer ist da der Mann, wer ist da die Frau? Hier muss ich einiges muten. Das Wichtigste, was ich muten musste, das muss ich an dieser Stelle nochmal anders formuliert sagen, da ging es darum, dass gesagt wurde, da passt du mal nicht auf oder wenn du nicht aufpasst, dann hast du ganz schnell einen Punkt, Punkt, Punkt im Punkt, Punkt, Punkt. Ihr wisst, was damit gemeint ist. Ja, das ist eine Anspielung auf sehr intimen Körperkontakt zwischen Männern und finde ich krass. Also ich finde,
also auch was das wieder für eine Aussage. Also erstmal wird ja so getan, als ob man als queerer Mann ja auch sofort auf jeden Mann stehen muss. Weil hier geht es ja in diesem Kontext mit Flocke so, ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass Flocke ein unattraktiver Mann ist, um Gottes Willen. Das ist alles Geschmackssache. Ich möchte aber auch mal sagen, dass es ja bei ganz vielen Männern diese Vorstellung gibt, dass man als queerer Mann auf jeden Heteromann steht. Definitiv nein, ja. Wir selektieren auch, wir haben auch einfach einen Geschmack. Und das Allerwichtigste, was hier so vermittelt wird, finde ich, in diesem Kontext ist, dass wir, ich rede jetzt wirklich mal von wir, weil mich betrifft es ja auch indirekt, auch wenn ich in einer Beziehung bin, dass wir uns auch an Männer ranmachen würden, die hetero sind und die versuchen zu konvertieren, wie es gesagt würde, umzupolen, was auch immer, was natürlich kompletter Käse ist. Also ich finde auch da, das hat einfach was mit Respekt zu tun, nämlich die Neigung der anderen Person zu akzeptieren. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass es nicht auch Männer in dieser Community gibt, die da keinen Respekt vor haben und das versuchen umzudrehen, genauso wie ich das in meinen ganzen Talks auf der Frauenebene ja hatte, wo mir viele Frauen gesagt haben, dass dann die Männer gesagt haben, was, du stehst auf Frauen, das kann ja gar nicht sein, du hast doch noch nie was mit dem richtigen Mann, also das ist natürlich alles Quatsch und alles Käse und das geht irgendwie auch in so eine Richtung, wo ich mir so denke, ich weiß ja nicht, was ihr für eine Vorstellung von, weiß ich nicht, von queeren Männern habt oder so, also ja. Muss man ja jetzt nicht überbewerten, ne? Ich ordne das einfach nur ein, weil das ja ein großes Thema war. Es stand ja sogar jetzt auch in der Presse. Aber keine Ahnung, finde ich strange. Also ich finde eher, diese Gedankengänge ist strange, weil die haben sie ja. Ja, das ist ja jetzt nichts, was irgendwie ein geskripteter Scherz ist. Dann finde ich es ja was anderes so. Aber das kommt ja so in einem Dialog raus. Schick mal die Base und machen weiter. War die Frage eigentlich, die ich dich fragen wollte, okay. Ja. Weil du dich da drinnen auskennst natürlich. Jetzt bin ich das wieder. Ist doch dein Genre, oder? Nein. Aber hast du es vor? Also ja, privat, ja. Weißt du, das ist komisch. Ich muss nochmal sagen. Da gibt es zwei Sexuelle und das sind die einzigen, die immer über reden. Ja, schon, oder? Es ist schon so. Wer hat wen gebobastisch gebobastisch? Nur die zwei reden die ganze, das ist deren Thema. Aber ist doch egal, ob die sind oder nicht. Ja, aber die darum, haben, aber keiner redet darüber, nur die zwei reden darüber. Camel Toe und Devil Eye. In dem Punkt muss ich den beiden tatsächlich so ein bisschen recht geben. Ja, es kam tatsächlich von Sam und von Matthias, ging es immer so ein bisschen in diese Richtung, wer hat was mit wem, wie, wo, warum. Da wurden schon immer sehr intime Fragen gestellt und die Thematik um Flocke und Yogo war ja auch generell so, dass die aus diesen Punkt-Punkt-Punkt-Formaten kommen, wo ich mich übrigens auch inzwischen frage, vielleicht wäre es besser, die Formate zu benennen, die nicht dazu zählen, weil irgendwie wird ja überall inzwischen geknattert, in jedem Format. Hier ja bei Forsthaus Rampensau auch, wie wir in der Vorschau gesehen haben. Hat jetzt natürlich nichts mit der Neigung zu tun, muss man irgendwie auch sagen. Aber das ist jetzt eine Situation, die jetzt nicht so überbewertet wird. Aber ja, ist schon auffallend gewesen, dass es aus dieser Richtung kam. Ich glaube, das ist aber irgendwie auch, also ich will das jetzt nicht pauschalisieren, ne? Sonst kriege ich jetzt von der eigenen Community, wie es immer so schön heißt, ein paar auf den Deckel. Das ist schon irgendwie auch so ein Community-Thema, das da gerne drüber gesprochen wird. Ja, also ist jetzt insofern für mich nicht mega überraschend. Wir kommen jetzt an diese Stelle, wo es dann quasi eine Entschuldigung gab. Diese Entschuldigung kam aber, muss man jetzt auch fairerweise sagen, natürlich dadurch resultierend, dass ja Sam da auch in seiner Story ein bisschen Wind gemacht hat, dass es da irgendwie auch Feedback von Zuschauern gab. Und dann haben die beiden von diesem Erkan und Stefan Profil etwas geschrieben an den Sam. Und das möchte ich euch an dieser Stelle schon mal vorlesen, ja. Weil das haben die nämlich dann gepostet. Hi Sam, da ist gestern in der Comedy-Laune verbal einiges mit uns durchgegangen. Wir wollen uns aufrichtig für unsere spöttischen Kommentare wegen Frisur und Schritt entschuldigen. Das war nicht okay, wird definitiv nicht mehr vorkommen. Entschuldigung, nehmen wir erstmal jetzt so zur Kenntnis, ich finde es halt so Comedy-Laune. Deswegen habe ich es auch so ein bisschen einleitend gesagt. Also das hat nichts mit Comedy zu tun, wenn ich permanent jemanden runterbuttere. So, das hat für mich gar nichts mit Comedy zu tun. Also das in diese Comedy-Schiene einzuordnen, finde ich, tut der Comedy-Thematik generell nicht gut. So, dann hat Sam darauf geantwortet und das ist natürlich auch eine krasse Antwort. Und zwar, ich kann so eine Entschuldigung natürlich nicht annehmen, denn wir wissen ja beide, dass diese nicht ernst gemeint ist. Diese erst gekommen ist, nachdem ihr negative Nachrichten bekommen habt, vielleicht sogar erst, nachdem diese vom Management nahegelegt wurde. Allein spöttische Kommentare, das war ganz klar Bodyshaming und verletzende Aussagen gegenüber Menschen, die anders leben als ihr.
Das war euch auch zu jeder Zeit bewusst. Ihr seid ja nicht 12. Ich nehme selbst kein Blatt vor den Mund, liebe es selbst, wenn es spicy wird. Aber das hat auch eine Grenze und die wurde bei euch ganz klar überschritten. Was ihr in Wirklichkeit von mir denkt, wissen wir alle drei. Ja, ist leider, ich verstehe den Punkt von Sam, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist ja auch das, was ich jetzt gerade immer so ein bisschen versucht habe zu erklären. Also du kannst jetzt natürlich mal irgendwie einen krassen Spruch machen und du kannst irgendwie auch mal zwei krasse Sprüche machen, aber wenn du halt die ganze Zeit solche Sachen reißt, dann kannst du dich halt irgendwie auch nicht im Nachhinein darüber, also darauf basierend rausreden, so nach dem Motto, ja, da ist irgendwas mit uns durchgegangen. Nee, also wenn man sowas permanent macht, und wir kommen ja auch gleich noch zu Julina zu sprechen, dann weiß man ja, was man sagt. Man weiß, was das für eine Wirkung hat. Und wenn dann im Nachhinein so eine Entschuldigung kommt, dann klar, kann man das jetzt hinnehmen und sagen so, okay, die Entschuldigung ist jetzt die Entschuldigung und das akzeptiert man. Ich muss aber sagen, aus meiner Perspektive hat es trotzdem einen faden Beigeschmack. Ich glaube diese Entschuldigung auch nicht. Weil sowas einfach nicht rausrutscht und wenn nicht so die ganze Zeit. Das ist mein Gedankengang dazu. Wir gucken uns jetzt aber mal die Entschuldigung an, denn die wurde dann auch auf Twitch gepostet. Ich habe ein bisschen übertrieben. Ich habe da gestern zugeschaut, wie der John und Flo, haben wir ja alle zugeschaut, da bei diesem Forsthaus Rampensau waren. Und es wird ausgeteilt, aber es ist natürlich auch, manche sollte Sachen man nicht überschreiten und es ist eigentlich unter unserer Würde als Erkan und Stefan. John und Flo haben das ja sowieso nicht gemacht, aber ich habe dann gestern diesen einen Sam bin ich ein bisschen, aber ich war nicht cool. Das war einfach definitiv unter der Gürtellinie. Was ich da gesagt habe, und es tut mir auch leid, es ist auch nicht einfach, da so zugucken und so, das ist ja auch alles neu. Für den John und Flo war es neu, für Erkan Stefan sowieso, die checken das sowieso nicht. Und da kann schon mal einer daneben gehen. Aber weißt du was, wenn man sich entschuldigt, finde ich, dann muss auch dann wieder gut sein. Die Aussage, da kann schon mal einer daneben gehen, safe, bin ich zu 100% dabei, aber... Ehrlich, Leute, hier ist nicht einer daneben gegangen. Das ging ja permanent so. Also natürlich nicht diesen ganzen Livestream, aber wie ich gerade schon mehrfach gesagt habe, es ist nicht eine Aussage, es sind mehrere Aussagen. Und ich glaube, dass die einfach, das ist einfach so ein bisschen dieser 2000er-Humor. Ja, das war ja auch so diese Zeit, in der die populär waren. Und ich glaube einfach, dass das auch deren Humor ist nach wie vor. Ja, also ich sage extra nicht Comedy, sondern Humor, sie finden das witzig, sie finden das cool, Leute zu degradieren aufgrund von der Neigung, aufgrund von optischen Merkmalen, wie in dem Fall von Julina. Und dafür wurde man vielleicht in den 2000ern gefeiert. Und heute merken sie plötzlich so, ups, das ist jetzt irgendwie nicht mehr so hip. Und deswegen kam jetzt diese Entschuldigung, weil wahrscheinlich auch ProSieben irgendwie was zu denen gesagt hat. Und wir können ja dieses Statement nochmal so ein bisschen weiter gucken, weil da wurde das auf jeden Fall nochmal so ein bisschen weiter beschrieben, wie sie darüber denken. Und ich finde, das geht ja schon so ein bisschen in die Richtung, was ich gerade so geschildert habe. Und ich sage es auch ganz offiziell, wer was wo in meinem Schlafzimmer macht, ist mir völlig egal. Und ich respektiere und achte alle Leute, das haben Erkan und Stefan schon immer getan, wir haben schon immer dafür gekämpft, dass jeder das lebt und liebt, wie er will, solange kein anderer auf dem Schlips tritt. Und wenn ich da irgendjemand zu nahe getroffen bin, ich bin natürlich unter die Gürtellinie gegangen. Also Thema Frisur, Thema unter der Gürtellinie. Das war nicht gut von mir. Böser Erkan. Es tut mir leid. Und ich denke mal, wer ein bisschen Größe hat, akzeptiert auch eine Entschuldigung. Okay? Haben wir es damit. Tut mir sehr leid. Wirklich. Kommt von Herzen. Ich muss sagen, wir haben über 20 Jahre haben wir nie über Leute drüber Witze gemacht. Dafür gibt es andere Comedians, die sind sehr, sehr erfolgreich, by the way. Die machen nur das. Wir haben uns als Erkan und Stefan eigentlich immer selber verarscht. Und das ist auch neu für uns. Ist neu, diese Schlangengrube. So, weißt du, das ist nicht uns. Das ist so, da sind auch wir überfordert. Wir haben so andere Regeln immer gehabt. Ne? Kann ja mal passieren, oder? Entschuldigung. Mein Gott. Du, da werden bestimmt noch ganz andere Sachen gesagt und passiert werden. Bin ich mir sicher. Das wird noch ganz andere Wellen schlagen. Das mit der Schlangengrube ist halt so ein bisschen das, was ich gerade meine. Und ich finde, da blickt das so ein bisschen durch. Also sie haben das schon irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, glaube ich, ich sage, du hast es meine Meinung, ernst gemeint und sagen ja dann plötzlich, ja, das ist irgendwie eine Schlangengrube. Jetzt gibt es da irgendwie, ne, das ist das, was ich interpretiere, plötzlich ein negatives Feedback zu Aussagen, wo man gar nicht mit gerechnet hat. Also ich meine,
Leute, jetzt ganz ehrlich, sollte für einen erwachsenen Menschen nicht überraschend sein, dass solche Aussagen vielleicht irgendwie nicht cool ankommen. Also ich meine, ich möchte mal ganz kurz daran erinnern, dass, wir können gerne noch gucken, ich weiß nicht, ob es noch online ist, vor ein paar Tagen hat die Serie Nick auch ein Reel gepostet, wo sie Sachen über Matthias Mangiapane gesagt hat, wo ich auch so dachte, so wow, okay, das ist jetzt irgendwie grenzüberschreitend. Das war wirklich auch eine ganz krasse Beleidigung bezogen auf seine Optik. Und ich finde, das ist einfach kein Humor. Und wenn es dein Humor ist, so okay, dann steh dazu, Desiree Nick macht das ja tatsächlich. Also die stellt sich ja dann nicht hin und versucht das irgendwie gerade zu rücken und zu sagen, ich habe es nicht so gemeint. Nee, die meint es genauso, wie sie es gesagt hat. Damit kann ich ehrlich gesagt eher leben, als wenn ich das Gefühl habe, dass sich jemand entschuldigt, basierend auf Druck der Öffentlichkeit. Weil sie auch sagen, es gibt andere Comedians. Sehen wir doch mal als Beispiel Oliver Pocher. So, Oliver Pocher ist ja auch jemand, dessen Humor, ja, ich nicht teile, weil er permanent nur darauf basiert, Leute runter zu buttern auf einem Level, wo ich sage, das ist mir irgendwie too much. Man darf alles kritisieren und man kann das auch alles wirklich auf einem sachlichen Diskurs machen. Wenn es bestimmte Grenzen überschreitet, bin ich irgendwie raus. Ich finde auch, dass ja, Erkan und Stefan beide in ihrer Rolle auch sagen, pass auf, ich kann den Sam nicht ab, der ist mir zu überkandidel, der ist mir too much, ich mag, keine Ahnung, das Outfit nicht als Beispiel, man kann ja auch sagen, das Outfit, es ging ja dann trotzdem um irgendwelche Ringe, die abgezeichnet werden, kann man ja alles sagen, ja, da habe ich auch gar kein Problem mit, also wir sind jetzt hier nicht in der Situation, wo man irgendwie nur noch jeden in den Himmel loben darf, man darf irgendwie schon auch Sachen sagen, ne, also weil die Leute mal sagen, ja, man darf nicht mehr alles sagen, doch, man darf schon alles sagen, aber man muss natürlich auch in der heutigen Zeit damit rechnen, wenn Leute etwas dagegen sagen. So, und deswegen finde ich, war das hier einfach so ein bisschen too much. Ich gucke jetzt mal, ob das noch weitergeht. Es geht tatsächlich noch weiter und danach lese ich euch noch weitere Statements vor, denn sie haben sich noch ein bisschen ausführlicher dazu geäußert. Aber wir gucken jetzt mal, was hier an dieser Stelle noch kommt. Das wird man doch mal sagen dürfen. Ja, jeder, der sagt, das wird man doch mal sagen dürfen, sagt dann Dinge, die man eigentlich nicht sagen sollte. Manche scheißen aber drauf, wenn sie zu weit gehen, andere entschuldigen sich dafür. Ja, würden es nie machen. Erkan und Stefan sind dann diejenigen, die versehentlich dann halt einfach mal zu krass. Es war zu krass gestern. Es war ein bisschen zu krass. Und wenn wir uns am Mittwoch anschauen, dann müsst ihr uns das auch sagen. Wenn es zu krass ist, sagt er Stopp, okay? Ihr müsst uns da auch ein bisschen auf die Füße treten. Es ist halt so, nicht das Niveau von Erkan und Stefan. Punkt, fertig, ja. Bodyshaming und so weiter. Müssen wir auch im Chat ein bisschen aufpassen. Das machen wir nicht mehr. Ich glaube nicht, dass die Community von denen übrigens so auf die Füße treten will, weil die mögen das ja. Also es wurde in diesem Stream irgendwie auch gesagt, dass es da ja auch krasse Kommentare gab, die irgendwie teilweise unter der Gürtellinie waren. Und ich finde auch das schwierig, wenn man, also ich finde den ersten Part des Statements fand ich ehrlich gesagt sehr gut, aber wenn man dann so irgendwie so sagt, so, ja, da werden noch viel krassere Sachen gesagt und wartet mal ab, was da noch kommt, dann denke ich mir so, okay, was hat das jetzt damit zu tun? Selbst wenn noch krassere Sachen kommen, hat das ja nichts mit dem zu tun, was sie gesagt haben, ne? Aber gut, soweit so gut. Jetzt gab es noch einen sehr interessanten Artikel in der Bild, wo sie sich auch nochmal dazu geäußert haben. Das möchte ich euch an dieser Stelle auch nochmal vorlesen, ja? So, auf Bildanfrage verweist Erkan-Darsteller Friedmann auf diese Entschuldigung und ergänzt: Mein und Erkans Weltbild sind völlig liberal und so offen, dass jeder so leben soll, wie er es beliebt, solange dies im gegenseitigen Einvernehmen und im Rahmen der Gesetze passiert. Dann gibt es hier noch ein Statement. Florian Simbeck sagt auch zu Bild: Selbstverständlich haben wir uns auch privat schon immer für Equality und Gleichstellung stark gemacht. Als Erkan und Stefan parodieren wir ja schon seit über 20 Jahren unbelehrbare Halbstarke, die sich durch vorgeschobene Maskulinität und Homophobie zu profilieren versuchen. Ja? Sie haben schon immer versucht, quasi den Männern den Spiegel vorzuhalten. Und dann sagt er nochmal, das war unwürdig und vor allem ohne Comedy-Kontext für Außenstehende als schädlich und gehässig zu deuten. Das wollt wir. Ja, ja, okay, aber hier ist ja genau das, was ich sage. Wo ich auch sage, das ist doch kein Comedy-Kontext. Das ist einfach nur beleidigend. Aber jetzt bestätigen sie das ja an dieser Stelle. Dann gibt es aber auch noch ein Statement von ProSieben, ja. Und zwar sagt ProSieben, ich verlinke euch den Artikel auch nochmal unten, oder besser gesagt ein Join-Sprecher: Erkan und Stefan haben sich nach ihren Sprüchen im Twitch-Livestream schriftlich bei Sam Dillon entschuldigt. Das war wichtig und gut. Ihr privat betriebener Twitch-Kanal steht übrigens nicht in redaktioneller Verantwortung von Join. Angemerkt sei auch, dass während der Dreharbeiten zu Forsters Rampensau bei Beleidigungen, die eine Grenze überschreiten, direkt deeskalierend von der Produktion eingewirkt wird. Davon können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer schon am Freitag in der dritten Folge Forsthaus Germany bei einem lautstarken Streit zwischen Sam Dillon und Elsa überzeugen.
Bei Erkan und Stefan war ein solches Eingreifen vor Ort nicht notwendig. Ich finde, dieses Statement hat leider geschmeckt, weil ich es gut finde, dass sie sagen, das hat mit uns nichts zu tun. Das sehe ich zu 100% genauso. Ich finde es gut, dass sie sagen, dass sie eingreifen, wenn es solche Situationen gibt. Finde ich auch sehr gut. Aber ich finde es ehrlich gesagt sehr komisch, dass sie hier quasi eine Situation vor Ort, die scheinbar too much war, zwischen Sam und Elsa, in einen Kontext mit Erkan und Stefan setzen, weil das ja nichts miteinander zu tun hat. Also nur, weil sich jetzt Sam als Beispiel, gehe ich mal von aus, dass das damit gemeint ist, mit Elsa daneben benommen hat und das irgendwie sanktioniert wurde oder eingegriffen wurde, heißt das ja nicht, dass es deswegen jetzt okay ist, so nach dem Motto, naja, Erkan und Stefan haben jetzt so ein bisschen was Unangenehmes gesagt und was nicht so schön ist, aber das ist ja in der Show bei Sam und so auch passiert. Also ich finde, man muss diese Sachverhalte komplett separat betrachten und unabhängig voneinander betrachten, denn die haben einfach nichts miteinander zu tun. Ja? Und wenn man das jetzt versucht, gegeneinander aufzuwiegen, dann, finde ich, weicht man diese ganze Debatte auf, wo es ja eigentlich um den Umgang miteinander geht. Was ich ganz interessant finde, ist, dass wir jetzt aber auch noch an einem Punkt angekommen sind, wo wir noch gar nicht über Julina gesprochen haben. Denn über Julina wurde ja auch gesprochen. Da wurde ja auch was gesagt. Nicht unbedingt in einem positiven Kontext. Und ich würde sagen, wir gucken uns doch jetzt noch mal ganz kurz diese Szene an. Oder besser gesagt, wir gucken uns erstmal an, was Julina gesagt hat. Sie zeigt dann auch noch mal diese Szene aus dem Twitch-Account. Ich möchte aber kurz einmal euch was sagen. Und zwar bin ich über eine Sache sehr enttäuscht. Menschlich sowie als auch ich als Person, die krass betitelt wurde. Ich werde es euch gleich in der nächsten Story einblenden und finde, dafür gibt es keine Entschuldigung. Dafür muss man nicht sagen, ja, sorry, das war eine Nummer zu groß, das war unter Gürtellinie, das kann ja mal passieren, also was darf nicht passieren. Es darf nicht passieren, was über Sam gesagt wurde und es darf nicht passieren, was über mich gesagt wurde, weil das ist Bodyshaming. Ich bin nicht umsonst dafür da, mich auf meinem Kanal für Bodyshaming einzusetzen und immer darüber zu sprechen. Aber so transparent ich auch mit euch bin, hat es mich getroffen. Und ich werde es euch mal zeigen, was gesagt wurde. Ihr könnt euch eure eigene Meinung bilden, aber ich finde, das geht gar nicht. Ob ich ja nur mitbekommen. Obelix kontrolliert. Macht die Anstatt. Hör doch mal jetzt auf. Kannst du mich mal jetzt wenigstens hier benennen? Ich weiß, dass es jetzt wieder viele geben wird, die sagen so, ja, aber Obelix ist doch witzig. Es ist eine Abwertung, weil wir wissen alle, ne, was mit Obelix gemeint ist, bezogen auf Julina. Das ist einfach eine körperliche Abwertung und ich finde einfach, dass man das nicht macht. Man macht das einfach nicht, weil gerade, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass diese Problematik bei Männern nicht existiert, denn sie existiert bei Männern auch und es wird einfach nicht so oft darüber gesprochen. Aber gerade wirklich diese Issues, die Frauen haben mit ihren Körpern, wie gesagt, die Männer auch haben, aber ich glaube, bei Frauen irgendwie noch krasser, weil da immer so ein Schönheitsideal vorgelebt wird, was bei Männern zwar teilweise auch existiert, ist ja aber irgendwie auch Frauen gibt, die zum Beispiel dann sagen, ja, also ich finde das ganz schön, wenn der Mann so einen kleines Bäuchlein hat und so. Ne, ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Die Frauen an dieser Stelle wissen das natürlich auch, wie groß trotzdem so dieser gesellschaftliche Druck ist, irgendwie auch auf das Älterwerden generell und auf die Figur bezogen natürlich sowieso. Und deswegen macht man das natürlich nicht, gerade nicht bei so einer jungen Frau. Und das ist jetzt auch nicht, ja, kann man jetzt irgendwie sagen, war witzig gemeint, aber hätte man auch irgendwie einen Spruch treffen können, der sich jetzt vielleicht nicht unbedingt auf irgendwelche körperlichen Merkmale reduziert. Und ich finde, da gibt es auch keinen Interpretationsspielraum. Also da gibt es bestimmt Leute, die sagen, nein, das hat er gar nicht so gemeint. Doch, es war genau so gemeint. Sorry, Leute, was soll denn sonst damit gemeint gewesen sein, ja? Mir fällt dazu nichts ein. Ich finde es einfach nur krass, wie man sowas sagen kann, egal ob es jetzt gegen mich ist oder nicht. Ich würde mich niemals, ich meine es wirklich ernst, niemals trauen, über irgendjemanden, über die Figur zu sprechen. Ich würde ihn niemals mit irgendeiner Witzfigur vergleichen und vor allem nicht lachen. Und dann kommt so eine Entschuldigung ja, es kann jeden passieren, es kann nicht jeden passieren, es war mit Absicht, das macht mich übelst sauer, weil es hat keiner das Recht, so über mich zu urteilen und schon gar nicht Bodyshaming mir anzutun, was in dem Fall der Fall war. Ich werde euch Kommentare hier einblenden, also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll und finde es geistesgestört und das meine ich ernst. Wurde ja sogar über mich gesagt. Und wenn es über mich gesagt wird, dann entschuldige dich bei mir dafür. Bei Sam wurde sich entschuldigt. Da frage ich mich, ob diese Entschuldigung ernst gemeint ist oder genauso hingeschrieben,
wie dieses, ja, es tut mir leid, das ist unter Gürtellinie. What the f***, Alter, Leute, in welchem Jahrhundert leben wir, dass man aufgrund seiner Figur so angefeindet wird, weil es ist für mich anfeindend, das hat für mich erstens nichts mit Humor zu tun, nicht mit Spaß und vor allem nicht mit Witz. Also sorry, aber das ist kein Witz. Das ist einfach kein Witz, da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Ich finde sowas nicht lustig. Und ich musste mir sowas auch nicht gefallen lassen. Nein, Punkt aus Ende, da gibt's nichts mehr zu diskutieren. Das Wort zum Montag, ich wünsche euch einfach nur, dass sowas nie zu euch gesagt wird, dass ihr niemals über eure Figur angesprochen werdet, dass man sich niemals über eure Figur lustig macht, weil es gibt Leute, die haben wirklich Komplexe. Und das meine ich ernst. Die haben Komplexe durch solche Kommentare, wo Leute sich einfach irgendein Recht rausnehmen. Warum? Also ich frage mich echt warum, ich habe keine Ahnung. Und das wurde mir gestern zugeschickt. Ich habe es auch gesehen heute, also vorhin erst. Und ich habe gedacht, was? Also ich war echt sprachlos. Ich wünsche wirklich, dass es niemandem passiert. Ich wünsche niemandem, dass man so betitelt wird. Und ich hoffe auch, die Letzten haben es jetzt auch verstanden, dass man mit so einer bei mir definitiv nicht ankommen muss. Da ist man echt an der falschen Adresse. Ich finde, Angelina hat jetzt natürlich auch sehr ausgeholt, aber ich wollte euch das trotzdem zeigen. Und zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich dieses Video drehe, muss ich ehrlich sagen, dass ich noch nicht mitbekommen habe, dass es bei Julina eine Entschuldigung gab. Wenn das so sein sollte, dann werde ich das natürlich aus Fairnessgründen euch noch unten irgendwie anpinnen oder so und in die Kommentare packen. Und genau, am Ende des Videos kann ich sagen, ich möchte jetzt hier nicht einen riesen Fass aufmachen und ich finde jetzt auch nicht, dass jetzt hier irgendjemand gecancelt werden muss und dass man über die nicht mehr berichten darf und die Sendung muss jetzt verschwinden und muss offline nehmen, so wie das ja oft bei bestimmten Themen der Fall ist. Ich möchte einfach an dieser Stelle nur so ein bisschen, ja, die Leute sensibilisieren, was einfach Sprache betrifft. Ich sage mal, Sprache hat Wumms dahinter und wir alle sind Menschen und wir alle hauen manchmal Sachen raus, wo man sagt, das hätte ich jetzt vielleicht nicht sagen sollen oder habe ich nicht so gemeint oder tut mir leid. Aber ich finde halt, wenn das immer die ganze Zeit in diese Richtung geht und wenn dann quasi eine Entschuldigung kommt durch den öffentlichen Druck, möchte ich jetzt nicht sagen, dass sie dann diese Entschuldigung nicht ernst meinen. Da kann schon irgendwie eine Ernsthaftigkeit dahinter sein. Aber auch nochmal durch dieses andere Twitch-Statement ist für mich einfach so dieser Eindruck entstanden, dass sie... Klar, dass sie irgendwie sagen, so, wir wollten niemanden verletzen und denen eigentlich gar nicht bewusst war, was sie dafür Wörter verwenden und dass es einfach so drin verankert ist, dass ich mal gespannt, was bei den nächsten Twitch-Streams rauskommen wird. Wir haben ja noch einige Folgen vor uns. Ich bin jetzt sehr gespannt auf euer Feedback. Schreibt mir gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, ihr Lieben, auf Wiedersehen.